die Lösung, glaube ich. Das Problem ist nur dabei. Ne, ist eigentlich kein Problem. Der muss jetzt erstmal da drauf, so. Genau. Da muss ich hier ein Loch machen und hier ein Loch, so. Voila, die Flüssigkeit ist da. Sieht das nicht schön aus? Das können wir jetzt voll machen bis hinten dran. Sehr gute Lösung eigentlich. So, jetzt haben wir hier Speed. Und wie weit hilft uns das? Das ist ganz einfach erklärt. Dass wir Speed haben. So. Jetzt pass auf. Wir müssen jetzt nämlich ein bisschen Glück haben. Augen zu und durch. Da rüber springen und hoffen, dass alles funktioniert. Also auf geht's. Diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Ja, er will uns töten. Ist ja nichts Neues, würde ich sagen. Doch, ist eigentlich was Neues, weil eigentlich wollte er mich nicht töten. Nur das eine Mal, okay, das wollen wir mal vergessen, aber... Interessant doch schon. Interessant ist es auf jeden Fall. Er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein. Oder er versucht es, was irgendwie traurig wäre. Oh, deine Gehässigkeit hat keine Grenzen, auch wenn du nur eine Kartoffel bist mit Mini-Energie. Und auch wenn wir bald sterben werden. Entschuldigung, mein Fehler. Tollpatsch. In jedem Fall glaube ich, er will uns töten. Mach weiter! Ja, das vermute ich auch mal. Nur noch 3 Kammern bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. Was? Es ist anstrengend? Jetzt bist du verarscht, oder? Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin müsste. Ich glaube darüber, aber so komme ich nicht darüber.
sonst immer auch nichts, oder? Oh, verdammt nochmal. Schon wieder so ein schwerer Test. Wop. Ich weiß nicht mal, wie ich hier zurückkommen soll. Gute Frage, gute Frage, gute Frage. So, zurück bei Portal. Ja. Wie soll ich dazu sagen? Ja, wir sind hier stehen geblieben bei diesen komischen. Bei dieser komischen Kammer hier, wo ich nicht wirklich weiß, wie es da weitergeht. Ja, und ich weiß nicht mal, wie ich zurückkomme. Das ist das nächste. Ja. So, super. Klasse, das habe ich schon mal. Das habe ich schon mal gecheckt, dass ich hier rüber kann, ja? Aber wie komme ich hier wieder zurück? Das ist die ganz große Frage. Weil es ist ja schön, dass ich hier rübergekommen bin, aber wie komme ich wieder zurück? Also irgendwie kapiere ich das hier nicht, ey. Weil hier oben kann ich kein Portal machen, da kann ich. Ich kann nur hier eins machen und deswegen. War. Okay, liebe Leute, so komme ich wahrscheinlich zurück. aber das ist ja wohl nicht Sinn der Sache, würde ich sagen, oder? Nee, ich komme so auch nicht zurück, okay. Habe ich hier schon einen Fehler gemacht oder so? Irgendwie habe ich doch hier. Ich glaube, ich hätte sogar eine Lösung. Moment mal, ich habe, glaube ich, eine. Dazu muss ich erstmal mit hier das Portal machen. Kommt hier alles durch und dann hier bitte. Genau. So müsste ich doch eigentlich hochspringen können, okay. Dann hier. Ah, ich komme zurück, liebe Leute. Wunderbar. Die Frage ist nur, was bringt mir hier die ganze Scheiße hier? Es macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, macht das überhaupt Sinn? Nein, das macht überhaupt keinen Sinn irgendwie.
Es macht Sinn, dass hier ein Knopf ist, aber ich den nicht benutzen kann. Haha. Ha. Ja, ich komme bestimmt nicht zu denen hin. Obwohl, warte mal, wenn ich... Ja gut, da komme ich aber... Ich kapiere das nicht. Ich kapiere das gerade echt nicht. Ich bin hier an einem Level, wo ich nicht mehr weiterkomme. Wo ich echt keine Ahnung habe, wie das gehen soll. Weil der erste Punkt, ich komme hier... Ich komme ja nur da drüben rüber. Komm auch so wieder zurück, ja, das ist auch kein Problem. Aber. Jetzt kommt das große Aber. Das Problem liegt ja auf der Hand, dass ich. So irgendwie nicht rüberkomme. Ich kann zwar das Portal machen, okay, dann kann ich rüber. Wenn ich jetzt Moment so mache. Ne, macht ja auch keinen Sinn. Ja. Aber wenn ich das vielleicht vorher abspritzen lasse. Fliegt da runter und hilft mir auch nicht weiter, okay. Ich kann ja auch nicht so weit hoch jetzt springen, dass ich sage, okay, ich springe jetzt da hoch und gehe da durch und dann bin ich auch am Ziel. Ah, shit! Ich wollte eigentlich nur mal durchgucken. Oh, nee, das Level, das macht mich fertig, ey. Das macht mich echt fertig, dieses Level. Leute, Leute, Leute. Ja, nee, jetzt hat er das abgespeichert, so wie ich das eigentlich nicht wollte. Okay. Dann das Ganze eben nochmal. So. Jetzt komme ich auch hier rein, okay, kein Problem. Jetzt sehen die Roboter mich zwar und ich hoffe, die schießen nicht gleich. Ne, können sie gar nicht. Okay. So komme ich aber nicht mehr an den Schalter ran, liebe Leute. Das eine könnte vielleicht sogar klappen, aber ich bin nicht sicher. Ja. Das könnte vielleicht gehen sogar. Ich habe eine verrückte Idee. Sag ich jetzt schon. Okay, passt auf, ich gehe jetzt hier wieder zurück. So, dann brauche ich wieder das Ding hier. So, muss aber vor dem Mittel da drüben sein. So. Das zurückschicken.
jetzt wieder vor? Yes, 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 yes. Ja, so kann man das auch machen. Aber ich habe echt ewig lang gebraucht, da drauf zu kommen, ey. Ohne Scheiß. Das glaubt man gar nicht. Ja, okay, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, das macht eher Sinn, dass hier was ist. Also. Weil ich darüber jumpen muss. Ich muss darüber. Von hier aus so hochspringen, hier drauf und dann hier rüber, würde ich sagen. Das ist dann ein Mega-Jump. Würde schon so sagen, dass das so ist. Okay. Dann müsste ich aber hier unten irgendwo einen Punkt haben. Ne, den Punkt habe ich nicht. Keinen Sinn, oder? Da komme ich definitiv nicht hoch. Also muss ich definitiv noch mal rüber. Aber wenn ich... Ich bin jetzt mal ein Denker, ja? Wenn ich jetzt hier wieder reinspringen würde. Also hier. Zack. Das Ganze wieder zurücklaufen lassen würde. Das bringt mir auch nicht weiter, oder? Nein! Das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Ja, weil ich müsste ja... Rein theoretisch müsste ich ja hier durchjumpen, dass ich hier drauf komme. Und dann rüber. Aber ich kann hier nicht, weil hier überall... hier keine Fläche ist, wo ich jumpen könnte. So. Da hat sich jetzt echt was Gutes einfallen lassen und ich bin echt am Verzweifeln gerade, Meng. Aber wie gesagt, Komplettlösung gibt es bei neben mir nicht. Will ich nicht haben. Ich habe es auch damals geschafft. Es ist nur eine sehr lange, lange, lange Zeit schon her wieder. Wie gesagt, ich spiele das Spiel alle Jahre mal wieder. Ich will doch gern selber die Lösung finden. Auf der Decke ist auch nichts, gell, wo ich sagen kann, okay. Nächste Frage jetzt, würde ich sagen. Wie will ich da mit Schwung bitte reinkommen? Ich müsste ja mit Schwung in das Portal da rein. Mehr da nicht mal hoch und ich kann das ja nicht. Oh. Bin echt am Überlegen, ey Leute, das ist echt schon ein bisschen kompliziert, würde ich sagen. So komme ich.
ich definitiv wieder rüber, aber es wird mir auch nicht weiterhelfen. Ich probiere jetzt mal was aus. Flüssigkeit ja durch. Da war auch ganz im Arm, glaube ich. Okay, das wäre sogar das falsche Loch gewesen. Aber rein theoretisch könnte es ja hin. Also rein theoretisch jetzt gesehen. Ich habe nur das falsche Loch erwischt. Wenn ich jetzt sagen würde, okay. Also, kann ich da jetzt nicht springen? Ah, jetzt. Hallo? Ding. Probieren wir es mal. Nee, der Schwung reicht nicht aus. Der Schwung würde nicht ausreichen. Der Schwung würde nicht ausreichen. Okay. So. Jetzt ist guter Rad teuer. Weil ich müsste ja hier mit Schwung da auf die Fläche kommen. Darüber jump. Hier ist nirgendwo was. Also. Ich komme ja auch nicht mal mit dem Ding da hoch, dass ich sagen kann, okay, ich kann von da oben aus springen. Nein, geht nicht. Sapralot, Sapralot, Sapralotte. Ich finde eigentlich keine Lösung. Da kommen wir nicht durch, weil da so ein Teil ist. Selbst wenn ich es da durchhau, geht ja auch nicht. Wow. Also ich müsste auf jeden Fall da drauf kommen, das ist definitiv. Aber wie? Ich habe auch keinen Klotz, wo ich sagen könnte, okay. Oh Mann ey, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht.